Wochen gesamt. Das heißt, wenn ich jetzt ungefähr 4 wegrechne, sind wir bei 72. Und wenn ich jetzt 72 mal 5 rechne, sind wir, glaube ich, bei 360, oder? Ja? Guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zur ungefähr 360. Ausgabe von Fit mit Philipp. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Freitag ist es, würde ich sagen, heute drückt man einmal richtig drauf, damit der Körper auch was davon hat. Ja? Und wir es auch am Wochenende noch vielleicht ein bisschen spüren. Gut, dann würde ich sagen, starten wir hinein mit der ersten Übung. Das heißt, wir gehen in die leichte Grätsche, schauen, dass wir mal gut stehen. Ja, wir verwurzeln uns, das heißt, der Bauchnabel zieht nach innen. Und jetzt beginnen wir mal ganz, ganz locker zu pendeln. Ja, gegen Ende hin wird es dann heute noch ein bisschen knackiger. Wir haben ein bisschen was bei dem, von den Beinen mit dabei. Ja. Und auch der Oberkörper kommt heute nicht so kurz. Wir gehen heute noch mal ins Wasser. Sehr schön. Das heißt, wir pendeln von rechts nach links. Schaut einmal, fühlt hinein, ja, in euren Körper ganz locker. Dann kann man da immer so schön auftippen mit den Zehenspitzen. Ja, mal nur hineinschwingen, Atmung fließen lassen, genießen. Die Sonne scheint noch, zumindest hier bei uns im Osten. Da soll es auch am Wochenende schön bleiben. Gut, und jetzt werden wir dann eine Spur größer. Das heißt, wir nehmen unsere Arme dazu, schwingen da ein bisschen mit. Das heißt, wir bekommen unsere tänzerische Bewegung. Apropos Tanzen, geht ja bald los mit den Dancing Stars. Gell? Otto Konrad habe ich zum Beispiel schon gesehen. Ja. So, jetzt werden wir ein bisschen dynamischer von der Bewegung. Das heißt, die Fortgeschrittenen gehen da auch leicht in die Knie nach unten. Nehmen da Schwung auf. Die Einsteiger machen es ganz locker. Ja. Und geht schon, komm, schwingen wir schon einmal. Jawohl. Darf ruhig ein bisschen schneller sein. Freitag ist. Ja, super. Sehr gut. So, tolles Programm hat sie mir geschrieben. Und zwar die Oma Elisabeth und auch die Enkel sind mit dabei. Da haben wir schon die Mathilda und die Johanna. Also alt und jung turnt gemeinsam. Und wir schwingen schön. Jawohl. Atmung fließt. Rechts, links. Wie gesagt, da kann man ein bisschen in die Knie gehen, wenn man möchte. Könnt ihr sehr langsamer machen, die Bewegung. Und dann natürlich schneller werden. Jeder von euch in seiner Bewegungsgröße und natürlich Intensität. Jawohl, okay. Wir kommen zur Mitte mit den Armen. Nächster Schritt, anfersen. Drehen wir mal seitlich, zack. Einfach nochmal versuchen anzufersen. Wer was braucht zum Anhalten, ja. Einfach nur schauen, genau, Körperspannung ist da. Sehr schön anfersen, ja. Und die Profis natürlich, auch die können da wieder das Ganze dynamischer gestalten. Ja, zack. Jawohl, da geht's dahin. Rechts, links, schön anfersen, dynamisch. Das ist gut. Ja, die Christine hat mir geschrieben, die Mama und der Papa sind seit Anfang an mit dabei. Ja. Und jetzt in Corfu, also auf Corfu, so glaube ich, sagt man ja, turnt die Schwester Claudia mit der Mama Sissi. Da schaut's her. Ja. Die ganze Familie turnt damit. So, richtig, schön anfersen. Ende der Einsteiger, ganz, ganz locker versuchen. Immer die Möglichkeit, sich anzuhalten. Alles ist erlaubt. Ja. Und jetzt rechts, links, genau nach oben. Nächster Schritt, dazu drehe ich mich um. Ja. Das heißt, wir geben unsere Arme nach hinten. Wir versuchen, mit den Fersen unsere Fingerspitzen zu berühren. Aufpassen, nicht auf die Fingerspitzen hauen. Das kann ein bisschen wehtun. Gell. Deswegen berühren wir eher dann praktisch schon die Ferse hinten. Genau. Rechts, links. Bleiben wir dran. Atmung, die fließt. Super. Ja, da geht's dahin, Herrschaften. 360 Mal live. Wahnsinn. Und ihr seid Anfang an mit dabei. Unglaublich. Könnt stolz auf euch sein. Ich bin's auf alle Fälle. So, nächster Schritt. Und zwar, ja, drehen wir wieder um. Diagonal. Rechts, links. Langsam beginnen zunächst einmal. Langsam und auch da wieder, dann natürlich die dynamische Variante. Komm wieder zu euch. Sehr schön. Jawohl. Wir schwingen. Sehr gut. Setzt unser Lächeln auf. Habe ich heute noch gar nicht gesagt, glaube ich. Gell? So, rechts, links. Super. Sehr schön. Okay, so, wir kommen zur Mitte. Jetzt eines unserer Beine verwurzeln, rechts oder links beginnen, dann abheben, sprich auslösen, Kniehub, nach unten strecken und nach vorne. Ja, eins, dann Kniehub, Seite und dann haben wir Kniehub, Rück,
Also, Kniehub, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, nach unten gehen, nach vor, auch da wieder unterschiedliche Variationen. Ja? Und auch hier nach oben, zur Seite, Konzentration, Kniehub und nach hinten. Sehr gut, das machen wir jetzt gemeinsam. Ja, vor, Seite und rück. Wieder noch schön nach vorne. Ja, sehr schön. Seite. Sehr gut. Atmung fließt. Körperspannung, die ist da. Sehr schön. Und einmal noch. Genau. Super. Schaut sehr gut aus. Gefällt mir, was ich da sehe. So, ganz kurz ausschütteln. Ja. Jetzt wechseln wir unser Standbein und auch da wieder die gleiche Übung. Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht nach innen, dann gescheit verwurzeln, erst dann heben wir ab. Also Kniehub, wieder vor, Kniehub zur Seite und Kniehub rück. Ja, also Kniehub vor, Kniehub Seite, Kniehub rück. Und da bleiben wir schon drauf. Sehr gut. Hopsala, ja. Gleichgewicht brauchen wir da auch wieder. Unser Standbein, wie immer gefordert natürlich. Ja, sehr gut. Lächeln, setzen wir auf. Sehr schön. Rechts, zack, Kniehub, rück. Gehen wir. Und wir bleiben noch dran. Komm, 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 komm. Sehr gut. Wir haben Freitag. Da geht noch was. Ja. Und eine Wiederholung machen wir noch. Vor, Seite und rück. So, kurz ausschütteln. Jetzt gehen wir in ein bisschen breitere Grätsche. Körperspannung ist immer da, der Bauchnabel. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten, Arme nach vorne und bewegen uns von rechts nach links. Ja? Einsteigervariante. Fortgeschrittene, gehen euch da weiter nach unten. Ja? Und die Profis so weit wie möglich. Ja? Super, und wir bewegen uns von rechts nach links. Sehr schön, bleibe mal kurz in der Position. Ja, andere Seite auch da kurz halten. Atmung fließen lassen. Super. Ja, und eine Schulklasse, also eine Schule. Ja? Und zwar ist es die Mittelschule aus Leopoldau in der Aderklarstraße. Die sind seit Anfang an mit dabei. Zu Beginn, ja, damals war es noch die 1B, mittlerweile ist es die 3B. Und schauen wir uns gleich an, da haben wir ein Video bekommen von der Frau Lehrerin, von der Silvia. Da schau, turnen immer mit. Jedes Mal, jedes Jahr. Ja, super. Und jetzt versuchen wir noch ein Stückchen weiter nach unten zu gehen. Weiter, so gut es geht. Rechts, links. Jawohl, super. Und wir bleiben schon dran. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Komm, komm, komm. Und jetzt noch einmal halten. Auf einer Seite halten. Und andere Seiten. Da noch einmal halten. Ja. Und wieder. Sehr schön. Jawohl, super. Okay, wir kommen nach oben. So, jetzt haben wir ein bisschen mobilisieren. Dazu brauchen wir aber auch wieder praktisch eines unserer Beine, das wir gescheit verwurzeln und beginnen jetzt einmal hier Sprunggelenk zu mobilisieren, unseren Achter zu zeichnen, ja, und versucht einmal nach vorne zu blicken, nicht nach unten, denn wenn die Bodensicht weg ist, dann wackelt es noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Dann einmal versuchen zu stoppen und den Achter in die andere Richtung zu machen. Sehr gut. Sehr gut macht ihr das. Jawohl. Sehr schön. Super. Ja. So, jetzt wechseln wir das Bein nach vorne. Bumm, da knackst es bei mir. Hörst. Eine Richtung, Achter mit unseren Zehenspitzen, den wir zeichnen. Atmung fließen lassen. So. Andere Richtung. Sehr schön. Ja, mobilisieren. Ganz wichtig. Ja, so. Jetzt kommt unser Knie. Das heißt, wir heben ab. Einsteigervariante. Und zwar mobilisieren Hüftbereich. Zack. Und wir versuchen da einen Achter auch zu zeichnen. Kleine Bewegungsgröße. Haltet euch an. Stellt euch irgendwo hin zu einer Wand, wenn es unsicher ist. Dann kann man mal auslassen, mal schauen, wie geht es mir. Ja, durch diese Achterbewegung bringen wir natürlich auch uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
Und unser Standbein kommt wieder zum Arbeiten. Ja? Ja, richtig schöne große Achter, wenn es geht. Ja, jeder so gut er kann. Sehr schön. Atmung fließt. Okay, andere Seiten. Ja? Wieder verwurzeln. Wann geht's schon? Sehr schön. Richtig schön da aufmachen. Kleine Bewegungen anfangen zunächst einmal. Sehr gut. Und dann ein bisschen größer werden. Jawohl. Da geht noch einmal. Und Arme noch. Ja, sehr gut. Okay, so, wir kommen zur Mitte. Jetzt neigen wir uns leicht nach vorne, Knie leicht gebeugt. Und zwar durchmobilisieren unserer Wirbelsäule. Das heißt, wir haben hier das Hohlkreuz und gehen jetzt hinauf Richtung Katzenbuckel. Unsere klassische Ketten-K-Übung. Langsam nach oben. Jawohl. Wieder zurück in die, genau, in die K-Position. Das heißt, unser Hohlkreuz nach oben kommen. Ja, da haben wir es. Ja. Genau, Hohlkreuz. Ja. Und jetzt gehen wir Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr schön. Machen einen richtig schönen Katzenbuckel. Und kommen wieder retour. Sehr gut. Das ist eine, ich sag's immer wieder, eine super angenehme Übung. Kann man jeden Tag eigentlich einbauen in der Früh. Gleich nach dem Aufstehen. Ja, sehr schön. Durchmobilisieren. Okay. Und wir kommen wieder, schön langsam, ich rede mit euch. Wir kommen nach oben. Genau, und machen es wieder groß. So. Jetzt kommen wir zu unseren Schultern, wir beginnen uns langsam hier zu bewegen. Das heißt, wir kreisen einmal nach hinten. Unsere Aufwärmübung jetzt für die 200 Meter Lagen, die heute folgen. Ja, auf die freut sich ganz besonders, das weiß ich, Lou Lorenz Dietelbacher. Hat gesagt, ja, 200 Meter Lagen, 400 Meter Laufen ist auch okay, aber Lagen, das gefällt eindeutig besser. So, wir kreisen, werden hier eine Spur größer mit unseren Schulterbewegungen. Stoppen einmal und ändern die Richtung. Ja, nach vorne. Sehr schön. Und jetzt nach hinten. Nehmen unsere Ellbogen dazu. Oh, das habt ihr jetzt nicht gehört. In meinem Ohr. Ja, höre die Regisseurin und sagt, eine Minute. Ja. Ich glaube, die Karin super mitdudeln lassen. Ja, wir kreisen nach hinten. Ja. So, und jetzt kreisen wir nach vorne. Ja, das ist, wir haben einen Spaß im Team, das ist super. Apropos Team, vielleicht sollte er mal mitturnen, ja. So, nach vorne. Und jetzt nehmen wir unsere ganzen Arme dazu und kreisen und schwingen richtig schön nach vorne. Und wieder nach hinten. Okay. So, wir schütteln aus, wir kommen jetzt gleich zu unseren 200 Lagen. Das heißt, Delfin, ja. Nach vorne gehen, unten abdrücken, wieder nach vorne. Genau, Delfin, ja. Rücken ziehen wir ganz einmal nach hinten. Ja. Bei Brust achten wir auch darauf, dass wir da schön, genau, lange Züge. Und dann kommt die Kraulgeschichte. Ja. Auch da versuchen wir richtig schön nach hinten abzudrücken. Okay? So, bereit, Achtung, fertig und los geht's, oder? Springmaschine? Jawohl, sind schon im Wasser. Unter Wasser, geht schon. Und wir machen schon die ersten Züge. 200 Meter. Die können schon ziemlich anstrengend sein. Ja, schöne lange Züge, versucht wirklich, genau, Oberkörper mitnehmen, einatmen, ausatmen, jawohl, und wir schwimmen schon, super, ja, genau, sehr gut, ja, bleiben wir dran, super, einteilen der Kräfte, ganz wichtig, so, wieder retour, super, die Kamera, keiner sagt, wenn man die Wände ist, ich sehe nämlich nur mir im Bild da unten, statt dass ich mal schwimmen sehe. Ja, das schon her, das Bild haben wir wieder, das seht ihr ja nicht. Und wir schwimmen retour, haben wir ein paar Meter mehr gemacht. Jawohl, gehen wir, komm. Und retour schwimmen, jawohl, Rücken. Bleiben wir dran, sehr gut. Achtung, und wir stoßen uns ab, machen uns lang. Jetzt kommt die Brustabteilung, jawohl. Schöne Züge, das heißt, drücken wir das Wasser nach hinten, kommen nach vor, machen uns lang, jawohl. Genau. Und da werden wir schon angefeiert. Jawohl. Gehen wir, komm. Das ist der richtige Rhythmus, wo der Körper einfach mit muss. Jawohl, sehr gut.
Eine Länge haben wir da noch, das große Finale. Jawohl. Super. Und gleich kommt die Wende. Ein paar Meter noch. Ja, super. Und Wende lang machen und jetzt Herrschaften. Jetzt greifen wir an. Versucht euch schön wirklich nach hinten abzudrücken. Ja, genau. Gehen wir. Ja, ich spür's auch schon, nicht nur ihr. Gehen wir, komm, bleiben wir dran. Jawohl. Gehen wir, komm, die letzte Sekunde. Bleib dranbleiben. Super. Jawohl. Also, ihr seid schon da. Hey, wir haben gewonnen, deswegen haben wir schon angeschlagen. Super was. Mein Gott, das ist halt. Das macht einen Spaß gemeinsam. Ha? Das tut uns gut, Herrschaften. Ja, das war's für diese Woche. Und ich werde oft gefragt, wie lange turnen wir noch? Ist es jetzt nur bei Corona und so? Nein, Herrschaften. Das ist keine Modeerscheinung in diesem Sinne, sondern wir turnen jetzt unser Leben lang. Aber gemeinsam turnen wir so lange, solange ihr mitmacht. Denn im Fernsehen zählt die Quote. Also bitte dranbleiben, 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 damit wir auch lange unsere gemeinsame Bewegungseinheit ausführen können. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderschönes Wochenende. Dort, wo es geht, geht's einfach raus, genießt die Natur, atmet die Energie ein, saugt sie auf. Ja? Und ja, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen und schönes.